herzlich willkommen auf meinem Kanal CSR Soft. Heute, ihr habt es wahrscheinlich eh schon im Titel gelesen, gibt es wieder ein Unboxing. Diesmal vom aastore.at. Ist quasi eigentlich ein österreichischer Shop, der aber, soweit ich weiß, Warenhäuser in verschiedenen Ländern hat. Deswegen dauert die Lieferzeit oft ein bisschen, weil es halt von einem Warenhaus ins andere, also von irgendwelchen anderen Warenhäusern ins österreichische Warenhaus kommt, von dort wird es dann verschickt. Ist unterschiedlich von Produkt zu Produkt, steht ja auf der Website. Es ist kein gesponsertes Unboxing, ich habe das alles selbst mit meinem eigenen Geld bezahlt. Also ist das hier alles meine eigene Meinung, was ich jetzt sagen werde oder beziehungsweise machen werde. Ja, ich habe ein bisschen was bestellt, ihr seht schon, ich habe hier meine M249 bzw. MK46 hier liegen oder beziehungsweise eher stehen. Hat auch was damit zu tun. Ich würde sagen, wir fangen gleich an, bevor ihr mein ewiges Gelaber hört. Und ich schneide das Ding einfach mal auf. Heute wieder das Glock Feldmesser vom österreichischen Bundesheer. Also hier einmal von Invader Gear. Mache ich mal kurz auf. Eine Maske mit einem Tuch quasi inkludiert. Ja, ich habe mir gedacht, ich probiere das mal aus. Weil wenn ich ein normales Tuch trage, dann läuft meine Brille immer an und wenn ich drunter eine Maske trage, dann läuft die Brille immer noch an. Deswegen geht das vielleicht hiermit besser. Okay, ich habe das gerade auf und ich muss sagen, es sitzt wirklich ziemlich angenehm eigentlich. Und ich kann vorne durch dieses Gitter rausatmen. Ich meine, meine Wangen sind halt jetzt nicht geschützt. Das heißt, es könnte ein bisschen weh tun, die Wangen treffen, aber meine Zähne sind zumindest geschützt. Finde ich eigentlich keine schlechte Idee. Werde ich ausprobieren, werde ich dann meinen Senf dazugeben, wenn ich weiß, wie gut das Ding funktioniert. Als nächstes habe ich hier von Earmore, ja, im Endeffekt einen einfachen, ja, so eine Halterung quasi, damit man, das ist das obere Teil, unten sind dann die Kopfhörer. Das ist einfach so ein Schutz, weil man, wenn man die einmal auseinander nimmt, muss man dieses Leder aufschneiden, Kunstleder aufschneiden und dann kann man sowas verwenden. Nichts Besonderes eigentlich. Dann habe ich hier nochmal Earmore, ein Earmore PTT, also Push-to-Talk-Einheit, kann man hier drücken. Hier steckt man das, die Kopfhörer an und hier das Funkgerät, diesmal mit Kenwood-Anschluss. Ich habe schon einen so einen, aber ich brauche eben für mein Setup noch ein zweites. Es geht hier heute nämlich um ein neues Setup quasi, um eine neue, ja, neue Gear-Idee, nennen wir es mal so. Dann habe ich hier von der Marke G&P, man sieht sie eh schon, 556er Belt aus Patronen. Und zwar ist das im Endeffekt einfach ein Patronengurt mit Kaliber 556, also normales Sturmgewehrkaliber. Ist hier ein bisschen verrutscht, okay. Macht einen sehr soliden Eindruck, schaut im Endeffekt aus wie echte Patronen. Also ja, sie glänzen noch sehr schön, halt neue Patronen. Deswegen habe ich hier auch mal ein M249 stehen von Classic Army. Und da werde ich das hier jetzt einfach reinbauen und probieren. Okay. Er spannt ein bisschen. Es könnte eine Patrone mehr sein. Also sie sind jetzt da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück drauf. Und ich finde es spannt ein bisschen. Meiner Meinung nach könnte man da noch eine Patrone, weil unten drin steckt keine Patrone, sondern es ist nur dieser letzte Haken. Und ja, also meiner Meinung nach könnte man da noch eine Patrone, mindestens wenn nicht sogar noch, also zwei dazu tun. Ja, kostet 30 Euro, ist schön gemacht, finde ich, aber man könnte wie gesagt noch ein bis zwei Patronen dazu tun. Dann würde es etwas besser passen. Vielleicht kaufe ich mir nochmal so einen Gurt und bastel dann, baue den so um, dass ich da noch zwei dazu darauf. Mal sehen. Vielleicht mache ich das noch. Aktuell, es hält, aber es ist halt sehr stark auf Spannung. Helicontex, also von der Marke Helicontex, ein einfaches Cap, eine einfache Kappe in grün. Kann man hier sogar einknicken, also hat hier quasi so eine Knickstelle, dass man es wahrscheinlich besser einstecken kann oder so. Ja, ist eine Standardkappe. Drin. Vorne eine Patchfläche, hier oben auch eine kleine Patchfläche. Dann geht's weiter mit diesem Päckchen hier. Und zwar geht es hier um ein neues Setup. Also das hier ist ein Chest Rig, ein einfacher für CQB, weil ich mir gedacht habe, ich hätte echt gerne ein CQB Loadout. Dann habe ich mir gedacht, mache ich ein kleines CQB-Setup. Das ist hier die Farbe Ranger Green.
Ranger Green ist halt so ein bisschen olivgrau, steingrau. Steingrau nennt man diese Farbe auch. Finde ich, ist eine sehr, sehr schöne, coole Farbe, sehr dezent. Und ist auch sehr gut kombinierbar mit anderen Farben, eben weil es eben relativ dezent ist. So, das ist jetzt so ein Helikon Chest Brick, den man hier so umhängen kann. Ich kann ihn dann einmal anziehen, das werde ich am besten einfach jetzt machen. Und jetzt noch hier unten diesen seitlichen Themen. Das hat schon eine gute, also es ist noch nicht exakt eingestellt, aber ich finde, das passt ganz gut. So, jetzt seht ihr das Ganze hier. Wir haben eben hier vorne eben also eine kleine Tasche dran. Drin sind so Klettteile, das heißt, man kann dann Taschen befestigen drinnen. Dann haben wir hier vorne nochmal so eine Admin-Pouch mit so einem Netzfach, Platz für Kugelschreiber, Kleinzeug, Block und so weiter. Alles, was man halt so benötigt am Feld, so klein Stuff halt. Dann haben wir hier zwei Pistol-Net-Pouches, die sind fix integriert. Sag ich mal, so. Hier nochmal zwei Pistol-Net-Pouches und hier drin haben wir dann zwei Stück M4-Magazin-Taschen, links und rechts. Passt aber auch ein Funkgerät rein zum Beispiel oder halt andere Sachen, Speedloader, was auch immer. Ihr könnt auch hier vorne diese kleinen Speedloader reinmachen, diese Magazintaschen, ihr könnt Taschenlampen reintun, irgendwelche einen Edding habt, keine Ahnung, Leuchtstäbe. Hier unten habt ihr zwei so kleine Schlaufen, wo ihr Sachen aufhängen könnt, wie zum Beispiel Handschuhe mit dem Karabiner. Da könnt ihr die so dranhängen. Ist auch nicht schlecht. Und hier oben sind dann nochmal zwei M4-Magazintaschen drin. Die werde ich jetzt allerdings mal rausnehmen. So, sind hier drin, sieht man hier, zum Reinkleppen zwei M4-Magazintaschen. So. Und ich habe hier noch zwei Pistolenmagazintaschen bestellt von Helikon auch. Einmal. So. Die haben hier am Rücken auch wieder Klett und die kann man dann eben auch hier oben reinbasteln. Natürlich richtig gedreht. Dadurch, dass die natürlich viel kleiner sind, passen natürlich auch alle beide rein. Kann man hier zumindest Pistolenmagazine reinstecken, man kann aber eigentlich alles, was 9mm hat, also zum Beispiel P90 Magazine reinstecken, die sollten reinpassen, dann MP5 Magazine sollten reinpassen und so weiter. Also da seid ihr relativ weit gefällt. Es gibt auch extra solche Taschen mit beidseitigen Klett. Die haben jetzt leider nur einseitiges, wird aber schon halten, glaube ich. Und die stecke ich dann hier oben rein, dann habe ich hier Platz für meinen CQB-Loader für Taschen, 4 Magazine von einer Submachine Gun, wie auch immer. Und es ist ein sehr, sehr leichter Chest Rig. Schaut sexy aus, ich weiß. Vorne auch schön Patchflächen, da werde ich ziemlich viel cooles Zeug noch drauf tun. Und ich werde dazu noch ein eigenes Video machen. Wenn ich es gemacht habe, dann werde ich das jetzt hier oben verlinken. Allerdings erst, wenn das Video draußen ist. Also ich werde noch ein Video zu dieser Gear und zu diesem Setup machen. Das war jetzt nochmal grob so eine Einführung. Im Endeffekt war es das schon mit diesem Unboxing vom AA Store. Bin eigentlich mit der Lieferzeit, ja, es hat eigentlich genau eine Woche gedauert. Ich habe mit Sofortüberweisung bezahlt und dann hat es genau eine Woche gedauert, bis das Paket da war. Müsst ihr halt immer schauen beim AA Store, ob ihr, dass ihr Produkte findet, die sofort lieferbar sind und keine Frist haben, weil dann dauert die ganze Bestellung länger. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr zugeschaut habt. Es kommen noch mehr Videos zu diesem Chest Brick, zu diesem Loadout und so weiter, wie ich es mit Waffen kombiniere. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich melde mich ab. Ciao.